Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank zunächst für die Einführung. Ich habe gerade in den letzten 15 Minuten gemerkt, dass ich ein Auslaufmodell bin. Und zwar deshalb, weil die Präsentation von Jörg Kessler so unglaublich gut war, dass ich mich jetzt fast schäme, meine Präsentation, die eigentlich nur aus Text besteht, Ihnen hier vorzuführen. Meine Damen und Herren, ich will versuchen, in meinem Beitrag, der also auch 15 Minuten nicht überschreiten wird, mich mit dem Problem des Übergangs von der Grundschule in die weiterführende Schule zu beschäftigen. Viele Dinge, die Herr Kessler gesagt hat, tauchen natürlich auch bei mir wieder auf. Wir haben das aber ganz bewusst so belassen. Wir haben unsere Thesen ausgetauscht, weil wir der Meinung waren, dass es nicht schaden kann, wenn man bestimmte Dinge auch noch ein bisschen vertieft. Interessant ist in dem Zusammenhang, mir ist aufgefallen, der Begriff Übergang wird hier in Nordrhein-Westfalen verwendet, aber wenn Sie nach Bayern schauen zum Beispiel, Herr Böttger wird mir da wahrscheinlich sofort recht geben, dann heißt das nicht Übergang, sondern Übertritt. Und ich habe mich gefragt, ob man das in irgendeiner Weise interpretieren soll oder interpretieren darf. Ich will es hier mal nicht versuchen. Ja? Ich habe sechs Bereiche herausgegriffen in meinem Kontext und habe zu jedem dieser Bereiche eine These verfasst und eine Gegenthese. Diese sechs Bereiche sind zunächst einmal, wie bei Jörg Kessler auch, das Alter der Lernenden. Dann etwas, was vielleicht auch wichtig ist, das, was ich im Englischen, es gibt im Deutschen leider keinen guten Begriff dafür, Exposure nenne. Das heißt also, dass der anderen Sprache, die Zeit, der man der anderen Sprache ausgesetzt ist. Didaktische Konzepte, methodische Zugänge, Leistungserwartungen und schließlich die Lehrerausbildung. Das sind die sechs Punkte, die ich herausgreifen werde und jeweils einer These versehen werde. Und am Ende werde ich ein kleines Fazit versuchen. Beginnen wir mit der ersten These. Die bezieht sich auf das Alter der Lernenden. Der Englischunterricht in der ersten Klasse der Grundschule beginnt zu früh, ist eine These, wir haben es öfters gehört, denke ich. Die Kinder haben den Erwerb der Muttersprache noch nicht abschließend vollzogen. Dazu kommt, dass viele Grundschulkinder, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund, nicht ausreichend Deutsch sprechen, um schon mit einer weiteren Sprache konfrontiert zu werden. Ich glaube, das ist eine These, die Sie alle kennen und mit der Sie sich alle auch schon auseinandergesetzt haben und dahingehend entweder zu positiven oder vielleicht auch zu negativen Erkenntnissen gekommen sind. Ich will dagegen eine andere These setzen, die ein bisschen das Ganze verändert. Der Englischunterricht in der ersten Klasse der Grundschule beginnt rechtzeitig. Und zwar auf der einen Seite behaupte ich, und ich glaube, das ist auch in der Wissenschaft sehr deutlich gezeigt worden, kann die natürliche Sprachlernfähigkeit noch nutzbar gemacht werden, was sich zum Beispiel in einer muttersprachenähnlichen Aussprache niederschlägt. Auf der anderen Seite aber können schon die sich entwickelnden kognitiven Fähigkeiten genutzt werden, die ein bewusstes Lernen der Sprache erlauben. Ich denke, das ist eine Position, die man eher vertreten sollte und eher vertreten darf, weil sie eben auch wissenschaftlich untermauert ist. Die andere These hat so ein bisschen doch einen etwas populistischen Charakter. Ich komme zu meinem zweiten Bereich, dem Bereich der Exposure, wie ich das genannt habe. Und ich habe hier die Stundenzahl ein bisschen aufgespießt. Sie hören das immer wieder und bei Herrn Kessler ist es auch angeklungen. Die für den Englischunterricht in der Grundschule vorgesehene Stundenzahl ist zu gering, als dass ein systematischer Spracherwerb erfolgen könnte. Ja, das hört man immer wieder und ich denke, man hört das nicht nur von Gegnern des Grundschulfremdsprachenunterrichts, man hört es auch von Befürwortern. Das ist selbstverständlich so, natürlich aus einer völlig anderen Perspektive. Ich denke, es ist schwierig, die Dauer des Grundschulunterrichtes, des Englischunterrichts an der Grundschule beliebig zu erweitern. Da gibt es eine ganze Menge von Argumenten, die dagegen sprechen, unter anderem auch natürlich die Überlastung der Kinder. Auch hier kann ich mir einen Seitenhieb auf Bayern nicht ersparen. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen, er wird mich nachher sicherlich, ich weiß nicht, was er machen wird mit mir, aber wir werden mal sehen.
Aber ich weiß, dass er genauso denkt wie ich und deshalb sage ich das hier auch. Das Problem, das im Augenblick in der Presse, in der bayerischen Presse, vor allem also in der gehobenen bayerischen Presse eine große Rolle spielt, wenn Sie etwa die Süddeutsche Zeitung lesen, dann lesen Sie ungeheure Dinge über die Überlastung der Grundschulkinder, nicht? Sie lesen da zum Beispiel, dass man schon so von einer Art von Grundschulabitur spricht. Nicht? Also wenn man den Übertritt geschafft hat, dann hat man sozusagen schon die Grundlagen für das Abitur gelegt. Nicht? Ich glaube, der Herr Böttcher sieht das etwa genauso. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, die Überlastung der Kinder hier Herr zu werden. Aber ich denke, was man noch wenig überlegt hat, und da würde ich auch dazu ermuntern wollen, dass man das Englische in andere Lernbereiche ein wenig mit integriert und auf diese Weise Zeitfenster öffnet, die sowohl für die Sprache als auch für das Sachfach genutzt werden können. Wolfgang Zidatis hat dazu sehr schöne Beispiele gebracht in einem Buch, das schon 2000 erschienen ist, wie man den Sachkundeunterricht zum Beispiel mit dem Englischunterricht verknüpfen kann. Nicht? Das denke ich, da können wir Zeit sparen auf diese Weise und können eben diese geringe Stundenzahl, die wir am Anfang haben und über die wir nicht hinausgehen können, diese geringe Stundenzahl erweitern. Meine Gegenthese lautet also, die für den Englischunterricht in der Grundschule vorgesehene Stundenzahl reicht zunächst einmal aus, sollte aber für die weiteren Schuljahre unter Einbeziehung des Englischen in einen integrativen Unterricht erhöht werden, um größere Nachhaltigkeit zu erzielen. Ich bin ganz stolz auf den Begriff Nachhaltigkeit, das ist so ein Modebegriff wieder, Sustainability im Englischen. Das klingt natürlich da noch viel schöner. Die dritte These, die allgemeinen didaktischen Konzepte. Die allgemeinen didaktischen Konzepte der Grundschule sind nicht geeignet, sagen viele Gegner des Grundschulenglisch, das Lernen einer Fremdsprache zu befördern. Was kann man da jetzt dagegen sagen? Ich meine, das sind die Stichwörter wie Kuschelpädagogik, Fehlen von leistungsorientiertem Unterricht, es gibt noch keine Noten, die ganze Sache ist irgendwo nicht seriös. Wenn dem so wäre, müsste man natürlich den Grundschulunterricht generell in Frage stellen. Aber das kann man ja gar nicht, auch als Gegner Grundschulunterrichtes, des Englischunterrichts an der Grundschule. Denn die Grundschule in Deutschland hat ja international einen ausgesprochen guten Ruf. Die Ergebnisse halten internationalen Standards nicht nur stand, sondern sie lassen die deutsche Grundschule, wenn Sie an die IGLO-Studie denken zum Beispiel, in der Spitzengruppe der untersuchten Grundschulen in der ganzen Welt sehen. Das heißt also, es kann nicht so sein, dass die didaktischen Konzepte der Grundschule irgendwo falsch sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Gegenthese lautet deshalb, die der Grundschule unterliegenden didaktischen Konzepte sind tragfähig. Das zeigen die Erfolge, die die Grundschulen im internationalen Vergleich haben. Sie sind auch für den Fremdsprachenunterricht tragfähig. Die Lehrer müssen sie dort nur auch einsetzen. Und das scheint mir ein gewisses Problem noch zu sein. Auf das komme ich aber gleich noch mal kurz zurück. Methodische Zugänge Nummer 4. Das weitgehend spielerische Lernen, vor allem im Anfangsunterricht, sagen die Gegner, ist ungeeignet, um den fremdsprachlichen Lernprozess zu fördern. Das systematische Sprachlernen, das auf Lexik und Grammatik abhebt, ist ein geeigneter Weg, um Spracherwerbsprozesse auch in der Grundschule zu befördern. Wenn man in Grundschulunterricht reinschaut, und ich habe das getan, wie meine Kollegen auch in der Evening-Studie, ich habe also, glaube ich, insgesamt über 40 Unterrichtsstunden gesehen im Verlauf eines halben Jahres, dann kann man das schon feststellen, dass Lehrer, aber ich komme darauf gleich nochmal zurück, dass Lehrer den Glauben an dieses systematische Englischlernen von Grammatik und Wortschatz haben. Aber ich glaube nicht, dass das der Königsweg zum Fremdsprachenlernen ist, nicht nur in der Grundschule, sondern natürlich auch in der weiterführenden Schule. Meine Gegenthese lautet also, neuere auf mehr, und jetzt ist mal, das ist jetzt mein Stichwort, natürlich auf mehr Lernerautonomie abzielende Ansätze wie der handlungsorientierte Unterricht beziehungsweise das inhaltsorientierte Sprach- und Sachfachlernen sind grundschuladäquat. Sie stimmen mit den didaktisch-methodischen Konzepten der Grundschule überein und werden von der Fremdsprachendidaktik auch für die weiterführenden Schulen als richtungsweisend angesehen. Hier ist ein Problem, meine ich, an dieser Stelle.
Ich komme zum nächsten Punkt, zu den Leistungserwartungen. Das hatte Jörg Kessler auch angesprochen, auch wieder ein bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen. Wenn die Grundschüler an die weiterführenden Schulen kommen, sind ihre Englischkenntnisse so gering und gleichzeitig auch so unterschiedlich, dass auf ihnen kaum aufgebaut werden kann. Der Englischunterricht muss wieder von vorne anfangen. Nicht? Das hört man immer wieder. Das ist so die landläufige, die gängige Meinung. Ich habe selbst eine Tochter, die Lehrerin in der Sekundarstufe ist und die mir das eigentlich fast, sie ist zwar keine Englischlehrerin, aber Französischlehrerin, aber sie wiederholt mir das eigentlich praktisch jeden Tag, dass sie sagt, dass das, was die Kinder da mitbringen, ist nicht gut. Aber Jörg Kessler hat eigentlich ein Gegenargument dafür schon gebracht. Wenn wir uns die Englischkenntnisse unserer Sekundarschüler anschauen, wir wollen das Gymnasium mal ausklammern an dieser Stelle, dann können wir doch feststellen, dass wenn es an der Grundschule nicht so gut ist, dann ist es später auch nicht gut. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich nach Soest fahre mit der Deutschen Bundesbahn und mir dort anhören muss, wie die Bahnhöfe in englischer Sprache aufgerufen werden, dann denke ich mir immer, irgendwo scheint es nicht so ganz zu funktionieren. Ja? Wo ist das Problem? Ich denke, dass die Leistungserwartungen der weiterführenden Schule meist nicht auf die Fähigkeiten gerichtet sind, die Grundschüler logischerweise mitbringen können. Wir haben ja bisher nur 2 Jahrgänge gehabt, in denen das Englische eben in der 3. und 4. Klasse unterrichtet worden ist. Wir haben ja noch gar nicht eine durchgängige 4-Jahres-Abfolge. Und ich denke, das wird sich ändern. Aber es wird sich ändern im Hinblick auf die Kompetenzen, die die Schüler mitbringen. Es sind nicht grammatische und lexikalische Kompetenzen, die wir von den Schülern, die aus der Grundschule kommen, erwarten dürfen, in hohem Maße erwarten dürfen, sondern es sind eben Kompetenzen, die etwas zu tun haben mit dem Sprechen, mit dem Lesen, vor allem mit dem Zuhören können. Die rezeptive Kompetenz des Zuhörens ist bei Grundschülern sehr stark ausgeprägt. Und das sieht man natürlich in der weiterführenden Schule zunächst nicht. Man sieht nur, ach, der kann das Wort nicht, er kann jenes Wort nicht, er kann die grammatische Struktur nicht etc. und geht dann eben von Leistungserwartungen aus, die nicht zutreffen können. Letzter Punkt, mit dem habe ich mich auch in der Evening-Studie ziemlich ausführlich beschäftigt und das liegt auch in der Hand, weil ich 30 Jahre lang Fremdsprachenlehrer ausgebildet habe. Das ist die Lehrerausbildung. Und da hört man natürlich auch immer wieder etwas, was einem nicht gefallen kann. Die an der Grundschule Englisch unterrichtenden Lehrer sind didaktisch-methodisch nicht qualifiziert genug, um den Englischunterricht angemessen durchführen zu können. Es fehlt bisher eine angemessene Grundschullehrerausbildung, sowohl in der 1. wie auch in der 2. Phase. Wie oft habe ich das gehört? Ich weiß es nicht. Das ist auch wieder eine der gängigen Meinungen, die man hat. Nun ist es ja bei der Lehrerausbildung so, dass wir im Augenblick an den Grundschulen Lehrer haben, die ganz unterschiedlich ausgebildet sind. Nicht? Das wissen wir alle. Nicht? Ich will die jetzt nicht alle vorstellen, aber ich habe, glaube ich, insgesamt mindestens 5 verschiedene Gruppen gefunden bei meinen Untersuchungen, die eine jeweils unterschiedliche Ausbildung dargestellt haben. Ich denke, erst dann, wenn alle Lehrer, Grundschullehrer eine identische Ausbildung haben, eine wissenschaftliche Ausbildung haben, die eben an der Universität, an der Hochschule beginnt und die dann in der 2. Phase fortgeführt wird. Auch die 2. Phase war ja bisher im Zugzwang und zwar deshalb, weil es ganz wenig Schulen gab, in denen es Grundschulunterricht gab. Nicht? Jetzt wird es besser, nicht? Aber am Anfang war es ja so, dass wir gar keine Ausbildungsmöglichkeiten hatten für die 2. Phase. Die haben wir jetzt inzwischen gewonnen. Das heißt also, wir sind im Augenblick, was die Lehrerausbildung anbetrifft, dabei, uns zu konsolidieren. Ich rede jetzt schon fast wie das Ministerium, aber den Eindruck habe ich, dass es so ist. Und diesen Konsolidationsprozess, den müssen wir einfach versuchen, in den Griff zu bekommen. Und wir müssen versuchen, die Lehrer eben einheitlich gut auszubilden. Meine letzte These dazu ist, die neue Ausbildung der Grundschullehrer muss sich stärker an neuen lernpsychologischen und fremdsprachendidaktischen Erkenntnissen orientieren. Ihr Vorbild darf nicht die Ausbildung für die weiterführenden Schulen sein. Vielmehr sollten auch diese in stärkerem Maße neue Ausbildungselemente aufnehmen, die die Theorie und Praxis des Fremdsprachenlernens in den Mittelpunkt rückt. Das ist für mich mein ganzes Leben
berufliches Leben habe ich dafür gekämpft, dass die Lehrerausbildung an den Universitäten sich verändert. Sie hat sich 30 Jahre lang praktisch nicht verändert, aber ich denke, es wird immer deutlicher, dass wir Veränderungsmöglichkeiten brauchen. Wir können nicht Linguisten und Literaturwissenschaftler ausbilden für die weiterführenden Schulen und das dann auch noch auf die zukünftigen Grundschullehrer übertragen. Wir müssen in viel stärkerem Maße die Profession des Lehrers in den Mittelpunkt der Ausbildung rücken. Und da muss ich sagen, kann ich nur appellieren an meine Kollegen, dass sie das an den Universitäten tun. Ich habe es nicht geschafft, 30 Jahre lang, wahrscheinlich wird es in den nächsten 30 Jahren sich auch nicht ändern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.